Ja, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu meinem heutigen neuen Video. Heute wird das Thema Coping-Strategien detailliert, na, detailliert besprochen, ist verkehrt, sondern es ist eher ein Wissen kompakt. Ich habe Ihnen in der Kürze alles Mögliche hineingepackt in diesem Video, was Sie wissen sollten zum Thema Coping. Ja, Coping-Strategien sind ja die sogenannten Bewältigungsstrategien und die sind besonders im Gesundheitsfachberuf von Bedeutung, weil wir mit Menschen zu tun haben, die in Ausnahmesituationen sich befinden, in krisenbehafteten Situationen sich befinden oder eine chronische Erkrankung entwickelt haben und den sogenannten Verlust der Genesung entwickelt haben. Ja, Verlust der Genesung hat ja was auch mit Trauer zu tun, muss man sagen. Und mit Abschied von Gesundheit, Leben, Lernen mit Krankheit. Ja, und das bedarf so ein paar Bewältigungsmechanismen. Und diese Bewältigungsmechanismen, auch Coping-Strategien genannt, hat Richard Lazarus sehr schön beschrieben. Und jetzt gleich in meinem kurzen Wissen kompakt werden Sie etwas Näheres darüber erfahren. Ja, viel Spaß mit meinem Video. Mein Name ist Patrick Kallert und ich bin Lehrer für Gesundheitsfachberufe. Coping-Definition. Der Begriff beschreibt in der Psychologie den Umgang eines Menschen mit belastenden Lebensphasen und einschneidenden Erlebnissen. Coping kommt aus dem Englischen to cope with und heißt etwas bewältigen. Coping und deren Ziele: Gefühl erzeugen, dass sich die Situation verbessert, belastende Situation ertragbar machen, positives Selbstbild bewahren, Emotionen wie Trauer, Angst und Frust unter Kontrolle halten. Zwei Coping-Reaktionen. Eins, ergebnisbezogene Coping-Reaktion. Du suchst den Grund für die belastende Situation in deinem Umfeld und in den situativen Gegebenheiten, also in deiner äußeren Umgebung. Zwei, selbstzentrierte Coping-Reaktion. Du suchst den Grund für die belastende Situation bei dir selbst und siehst das Problem bei dir. Zwei Bewältigungsstrategien. Eins, adaptive Coping-Strategie oder funktionale Coping-Strategie. Die adaptive Coping-Strategie beschreibt alle Handlungen einer Person, welche die belastende Situation nachhaltig verbessern und das Problem lösen. Hier ein Beispiel. Du hast dich gestritten und gehst jetzt aktiv auf die Person zu, um zu versuchen, den Konflikt zu lösen. Zweitens, maladaptive, dysfunktionale Coping-Strategie. Bei der maladaptiven Coping-Strategie geht die betreffende Person dem Problem aus dem Weg und versucht, sich abzulenken. Mit dem Vermeidungsverhalten wird das Problem nicht gelöst und die Situation verbessert sich nicht. Das Ertränken des Problems durch Substanzen zählt zu der maladaptiven Coping-Strategie. Drei Arten von Coping: problemorientiertes Coping. Beim problemorientierten Coping steht die stressige Situation selbst im Vordergrund. Du versuchst das Problem zu bewältigen, indem es verschwindet. Entweder indem du ihm einfach aus dem Weg gehst oder indem du versuchst, das Problem aktiv zu lösen. Emotionsorientiertes Coping. Das emotionsorientierte Coping konzentriert sich auf ein gutes persönliches Wohlbefinden. Deine negativen Emotionen kannst du durch positives Denken überwinden. Oft versuchen Betroffene aber auch durch Drogenmissbrauch ihre Belastung zu unterdrücken, um zu entspannen. Bewertungsorientiertes Coping. Die belastende Situation wird neu bewertet. Du siehst die Situation also nicht mehr als Belastung, sondern als Herausforderung.
Jo, willkommen zurück. Ich hoffe, das Video war soweit für Sie gelungen und Sie konnten so ein paar Einblicke bekommen zum Thema Coping-Strategien. Falls Ihnen das Video gefallen hat, hinterlassen Sie einen Daumen hoch und nicht zu vergessen, bitte abonnieren. Ja, ich krebse so rum unter den 1000 Abonnenten. Mein Ziel ist es doch endlich mal, 1000 Abonnenten zu erhalten. Ja, und falls etwas noch zu sagen ist, schreibt mir gerne einen Kommentar. Und ja, bis zum nächsten Mal und tschüss.